Versteckt tief im Süden Österreichs liegt ein ganz besonderer Ort. Ein Ort, an dem Jung und Alt gleichberechtigt miteinander zusammenleben. Erbaut von kleinen und großen Superheldinnen und Superhelden ist das Falkencamp Döbriach Heimat, Freiheit und Sicherheit. Gemeinsam erschaffen sie sich eine Welt frei von Hass, Diskriminierung und Krieg. Das ist ihre Geschichte. Wenn die Tage länger und die Nächte kürzer werden, beginnen Falkinnen und Falken aus allen Ecken des Landes die große Migration in den Süden. Ihr unermüdlicher Drang nach Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit zieht Falkinnen und Falken aller Altersgruppen in ihre Heimat, das Falkencamp Döbriach. Abgeschieden von der Außenwelt erbauen sie dort ihre ganz eigene Welt. Bereits kurz nach der Ankunft wird materiellen Dingen entsagt. Luxusgegenstände wie Smartphones werden abgegeben und die Bewohnerinnen und Bewohner der Falkenrepublik müssen einen uralten Schwur vor den Dorfältesten ablegen. Wenn ihr Teil der Falkenrepublik sein wollt, dann sprecht mir jetzt nach. Gruppe unser im Camp. Großartig ist deine Kraft. Ihr Wille geschehe demokratisch. Beschützen soll sie uns vor den kapitalistischen Versuchungen wie Instagram, Snapchat oder Gummibärchen. Wie auch wir werden uns gegenseitig davor bewahren. Sie ist mein Nordstern, mein Anker und mein Zuhause. Hoch lebe die Gruppe, hoch lebe die Kinderrepublik, Freundschaft. Ja, ich bin endlich in der Bande. Daumen hoch! Nachdem der Eid auf die Gruppe abgelegt wurde, wird mit der Schaffung der essentiellen Infrastruktur begonnen. Das alltägliche Leben wird auf ein Minimum an Komfortstandards heruntergefahren. Denn ab jetzt wird in Zelten gelebt. Die Wohnraumbeauftragte des Zentralrates ist dabei für die Verteilung der zur Verfügung stehenden Wohnfläche zuständig. So, und wo bringe ich jetzt die Gruppen rot unter? Wie viele Leute liegen denn da bei euch schon drin? Öfe! Da kommen da jetzt noch neine dazu. Ja, wie sagen wir immer, unterm Regenbogen und bei uns Falken ist halt für alle Platz, nicht? Ja, da braucht es halt eine gute Einteilung, jawohl. Die Regel lautet, eine Person auf 0,124 Quadratmeter. Also, unser Motto ist halt, zusammenrocken in der Gesellschaft fängt beim Zusammenrocken im Zelt an. An anderer Stelle kümmert sich eine Gruppe von jungen Falkinnen und Falken um das Anlegen der Latrinen. Dabei handelt es sich um ein Erdloch, in das die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner ihr kleines und ihr großes Geschäft verrichten können. Beim Anlegen der Latrinen ist Genauigkeit gefragt, weswegen dieser junge Falke die Abmessungen des Kackloches akribisch überprüft. Hey Susi, 2 Zentimeter noch. Der Karl gackt immer so viel. Jawohl, mach ich. Schnell wird klar, dass es in der Welt der roten Falken anders abläuft als in der Gesellschaft der Außenwelt.
Besonders auffällig hierbei ist, dass die roten Falken nichts von konservativen Rollenbildern halten. Während viele weibliche Personen einen Großteil der harten Knochenjobs übernehmen, übernehmen viele männliche Falken Kinderbetreuungsfunktionen. Bitte, der stinkt. Boah, Victor. Ja, geh schon wickeln. Ja, Burschen. Ich brauch der ganzes Dorf für die Kindererziehung. In der Welt der Falken hat jeder und jede seine Aufgabe, die er oder sie erfüllt. Dabei wird besonders auf die individuellen Talente und Stärken geachtet. Es wird zusammengearbeitet, damit die Räder im Falkencamp sich drehen. Das Leben im Falkencamp ist einfach und geprägt von Freiheit und Freundschaft. Gemeinschaft wird hier großgeschrieben. Ihre gemeinsamen Werte werden deutlich sichtbar für alle zur Schau gestellt und in der sogenannten Falkenschule an alle vermittelt. Die Befreiung der Arbeiterklasse muss das Werk der Arbeiterklasse selbst sein. Sehr gut, super. Denn nur bei einer Ordnung der Dinge, wo es keine Klassen und keinen Klassengegensatz gibt, genau, werden die gesellschaftlichen Evolutionen aufhören, politische Revolutionen zu sein. Bleibt immer kritisch und hinterfragt alles. Frage, 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 Frage. Auf zum Training, Burschen. Auch Sport und Fitness sind im täglichen Leben wichtig im Falkencamp. Denn eines der 10 Falkengebote lautet: Ein Falke oder eine Falkin stehlt seinen oder ihren Körper jeden Tag. Und so steht körperliche Betüchtigung an der Tagesordnung. Ob im Wasser oder auf dem Land, die Falken trainieren für alle erdenklichen Situationen und Lebenslagen. Den lasst man hier alle mal. Anspruchsvolles körperliches Training kombiniert mit einem speziellen Yoga-Programm bringen dabei Falkenkörper und Falkengeist in Einklang. Ist das Training abgeschlossen, kommt es zum großen Abschlusstest, einem schier unüberwindbaren Parcours, der sich über die gesamte große Halle erstreckt. Die Falken nennen diesen Test Reach Your Inner Maximum. Rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß. Jump down. Krabbel, 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 krabbel. Aufstieg. Balance. Balance, 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 Balance. Ich bin dabei. Doch die Falkenschule, der Wertekanon, Reach Your Inner Maximum und viele weitere kleine Aspekte des Falkenlebens dienen nur zur Vorbereitung auf den wichtigsten Tag im Sommerlagerzyklus. Bei Vollmond des dritten Tages ist es schließlich soweit. Die roten Falken starten das Falkening. Eine kleine Gruppe im Innersten der Falkenwelt, die auch Schwarzer Block genannt wird, trifft sich am Morgen des dritten Tages, um das Falkening einzuläuten. Brüder und Schwestern,
Denkt ihr, es ist soweit? Werden die Bewohnerinnen und Bewohner der Falkenrepublik vom Schwarzen Block als bereit eingestuft, steigt weißer Rauch aus der Mitte des Falkencamps, sodass alle wissen, dass die Zeit gekommen ist. Da hinten, na, da hinten, siehst du? Das heißt, es ist Falkening, hat gesagt, das wird jetzt richtig fett, Alter. Ist das Falkening durch den Schwarzen Block bewilligt, verkündigt der Herald der Republikältesten das Einleiten der uralten Feierlichkeiten. Rote Falken heraus, rote Falken heraus. Ich darf verkündigen, dass das nächste Falkening in 3 Monaten stattfinden kann. Zu Beginn werden demokratisch 4 Personen zu Zeremonienmeisterinnen und Meistern ernannt. Die sogenannten Oberfalken. Die Oberfalkinnen und Oberfalken brauen nun den traditionellen Falkening-Trunk, der von den Dorfältesten auch Sozi-Saft genannt wird. Gewonnen wird dieser aus dem Camp-eigenen Gulaschbach, dessen Wasser reinigende Wirkung nachgesagt wird. In einem aufwendigen Prozess werden die wertvollen Inhaltsstoffe des Gulaschbaches aus dem Schlamm extrahiert. Angeleitet werden sie dabei von der Schamanin der Republik. Die Falkin Hildegard wurde vor 5 Jahren wegen ihrer herausragenden Rührkünste zur Schamanin der Republik gewählt. Eine Ehre und eine Bürde zugleich, denn nur eine falsche Zutat oder die falsche Dosierung und sie könnte das ganze Falkencamp ins Verderben stürzen. Ja. Vielleicht habe ich es ein wenig stärker gemischt. Neben dem Brauen des Sozi-Saftes beginnen die Falken gemeinsam das Festmahl für das Falkening zuzubereiten. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen. Das Falkening beginnt. Herzlich willkommen zum Falkening! Und bringt euch am Sozi-Saft und dann tanzt für Gleichheit, tanzt für Freiheit, tanzt für Gerechtigkeit, tanzt für Solidarität, tanzt für Frieden und für Vielfalt. Tanzt! Den Abschluss des Falkenings bildet wie immer die Lesung des Republikältesten. Der Rena ist über 400 Jahre alt und der Einzige, der die alten Schriftzeichen im großen Buch der Falken noch lesen kann. Fliegt hinaus in die Welt, ihr Falken und Falkinnen, und macht sie besser! Tragt unsere Werte in jede Ecke dieses Planeten! Für dich, für mich, für uns! Und für alle Kinder Freundschaft! Und genau das tun sie. Bestärkt durch die unzerstörbare Kraft der Gemeinschaft und der Freundschaft kehren die Roten Falken nach 2 Wochen in der Falkenrepublik Döbriach zurück in ihre Wohnorte in ganz Österreich. Wo sie gemeinsam, aber auch jeder und jede für sich, Tag für Tag die Welt ein Stück besser machen. Weil sie auch außerhalb ihrer kleinen, perfekten Welt, dem Falkencamp Döbriach, die Werte der Kinderrepublik und der Roten Falken leben und dafür eintreten. Freiheit, Gleichheit, Vielfalt, Gerechtigkeit, Solidarität und Frieden. Und auch wenn der Kampf für eine bessere, eine gerechtere, eine kinderfreundlichere Welt ein harter Kampf ist, so können sie unermessliche Energie schöpfen. Aus den Freundschaften, die sie verbinden, und der Tatsache, dass sie im nächsten Sommer
wieder ins Faltencamp Döbriach zurückkehren werden. Bis dahin fliegen die Falken mutig und mit kräftigen Flügelschlägen voran in die Zukunft. In ihre Zukunft, eine zuversichtliche Zukunft. Eine Zukunft ohne Hass und Diskriminierung. Eine Zukunft des Zusammenhalts und des Miteinanders. In eine neue Welt, die Welt der roten Falken.